Folge Nummer 29. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind bei Arboreon unterwegs und letztes Mal, ich habe nochmal reingeguckt ins Video und dann habe ich gesehen, dass ich in dem Ausrüstungsdock natürlich doch noch die Airlaser in dem Angebot liegen lassen habe, ne? So ein Shit aber auch, ne? Ist das hier das Ausrüstungsdock? Ne, ne, oder? Doch, das ist das Ausrüstungsdock. Dann gucken wir doch da mal ganz schnell rein. Aber naja, nach dem Abspeichern ist meistens immer alles etwas anders, ne? Jetzt steht hier ausverkauft. Also, wir sind aber nicht auf Dings da, Bums da. Und jetzt steht hier dreifach Geschützturm. Aber manchmal gibt es ja dann hier, wenn man abgespeichert hat, hier noch was Neues. Aber doch, da ist er. Eisenerabwrack. Ein Abwracker leider. Nicht ein Bergbau. Okay, dann ist das so. Genau, Hard Upgrade. Ja, da soll man vielleicht über drüber nachdenken. Auflader 29. Der eine, der brauchte noch was, ne? Vielleicht kaufen wir das mal. Ah, ich muss an der Station angedockt sein. Na super. Wo ist der Ausleger da? Ja, so 7 Meter oder wie viel das auch immer sind. Ne, 70 Meter sind's, ne? Die machen das schon aus, ne? Dass man da. Ja, das hat gut geklappt, oder? Geht das aus der Ferne? Nee, geht auch nicht. Okay, nochmal dran. Escape. Müssen wir von Hand anfliegen, geht ja nicht anders, ne? Dock 0. Halte F für Traktorstahl. Ich will nicht, ich will docken. Bin ich gedockt? Ich bin ja schon dann gedockt, oder? Muss ich ja nur F drücken, ne? Ausrüstung handeln. So, fangen wir vorne an. Internes Verteidigungssystem, Generator Upgrade. Das wollten wir kaufen. Ich muss an der Station gedockt sein. Hat gut geklappt, ne? Muss ich sagen. Ah, jetzt hat's geklappt. Gut, Ausrüstungsdock nochmal. Jetzt ist gleich weg, ne? Generator Upgrade. Komm, ich kaufe sie gleich beide. Quantum Hyperraum Radar Upgrade Geschützkontrollsystem. Warte mal, da ist noch eins. Bewaffnete oder unbewaffnete Slots plus 1. Bei festen Stationen nicht aktiv. Gewaffnete oder unbewaffnete Slots nochmal plus 1. Haben wir da noch welche? Ich glaube, wir können da nochmal zuschlagen. Das ist bestimmt noch machbar. Der 2 dann, oder? Komm, dann kaufen wir sie beide auf. So, das lass gut sein. Hier war ja nix. Doch, da, Doppeleisen. Ja, Bergbau. Ist der jetzt neu gekommen oder war der eben auch schon da und ich hab's überlesen? Kaufen wir auf jeden Fall. Der Abwracker ist da unten. Letztes Mal hat's hier oben gestanden und ich hab's nicht gesehen, ne? Aber naja, diesmal war er da unten. Jetzt war nicht im Angebot, aber wir haben trotzdem noch einen gekriegt. Wunderbar. Gut, gucken wir mal gerade auf die Karte. Also hier muss ja auch noch einer rumfliegen, ne? Das ist er hier. Der hat gerade einen Auftrag, Erzraffinerien, raffinieren, so heißt das Ding. Ja. Kann ich den sehen? Was ist denn da? Blau. Achso, ich habe das gerade ausgewählt. Ne, ich habe das nicht ausgewählt. Wo ist er denn? Da links irgendwo, schwer darum. Und dann haben wir den Asteroiden erwischt. Da ist unser Schiff. Das liegt da vor Ort wahrscheinlich. Jetzt fliegt er weg. Dann schauen wir uns nochmal die Befehlskette gerade an. Was hat er? Dann kann er ja noch. Was macht er jetzt? Verkauft er nicht? Jetzt hat er. Ja, verstehe ich nicht. Sehe ich das irgendwo? Kriege ich eine Nachricht? Ob der das macht oder nicht macht?
Erzraffinerien. Befehle verketten. Ach so, Shift-Taste, das ist. Komm, wir machen das mal so und dann soll er abbauen gehen wieder. Und dann macht er Asteroiden abbauen. Und dann soll er raffinerieren. So will der Thomas das, glaube ich, machen, wenn ich das richtig verstehe. Jetzt ist nur die Frage, was ist in dem Schiff drin? Ja. Karte weg, das auf. As Reiter Discover ist inaktiv. Abbauen. Und die Lady ist auch inaktiv, auch schlecht. Die anderen sind inaktiv noch hier. Da sind noch drei inaktive. Meine 1 hat mir nicht letztes Mal auf die Sprünge geholfen. 2 Titanmetallschrott, 18 Eisenmetallschrott. 100 Energiezellen hat er geliefert, Intus. Und der hat Eisenerz drin. Baut gerade ab. Okay, der nimmt zu. Taste festlegen, umbenennen. Ich würde gerne sehen, was da eingebaut ist. Kann man das irgendwo sehen? Nee, ne? Ja, da müssen wir auch noch was machen hier, ne? In diesen Sachen. Schiffsmenü, das ist mein eigenes Schiffsmenü, das hilft mir nicht weiter. Ich brauche das, würde gerne das meiner anderen Schiffe sehen. Das bringt mir nicht, hatte ich schon gerade. I ist halt dieses Menü und das Co automatisch bezahlen, ist klar. Die Lady. Die ist ja sowieso inaktiv, ne? Und er ja auch. Also können wir auch klar erstmal zur Lady gehen, weil da müssen wir ja noch was machen, ne? Hier müssen wir rauszoomen und dann zur Lady kommen. Die hatten wir ja letztes Mal erweitert. Ah, der hat jetzt... Entweder der Bauch ist voll von dem Schiff. Ne, findet keine Asteroiden mehr. Geht jetzt Dingens, raffinerieren. Raffinieren, so heißt das Ding, glaub. Die Lady ist da. So. Ins Schiff in Sektor wechseln. Wechseln. Auf zu Lady. Da hatten wir letztes Mal Sach schon gebaut. Frachtraum dran gebaut. Keine Ahnung. Ach, hier fehlt uns noch die Rekonstruktion. Mal. Müssen wir nur gucken. So. Hier gibt es definitiv 2 Airlaser. Das ist schon mal gut. Und wir haben hier aber kein Bergbausystem drin. Nur das. Ich habe auch keins mehr. Das ist gar nicht fest verbaut, ne? Können wir doch machen. Dann haben wir doch mehr Slots, aber wir haben jetzt doch, Dingens haben wir noch, sag schon, hier haben wir noch, da können wir noch einen einbauen. Gut, dann gehen wir ins Baumenü. Und unten runter gibt es auch noch einen Platz. Nehmen wir den unten runter, den Platz dann. Den nehme ich jetzt mal nicht. Weil ich jetzt wüsste, welche da drin sind, ne? Da gibt es 2 von. Da kann ich aber da nur einen einbauen. Komm, wir bauen den da mal hin. So. Ach, dann fehlt uns wieder ein Bergbauer. Super, oder? Baumenü raus. Das ist falsch, P ist richtig. Gibt es hier Personal noch? Nein, es gibt kein Personal. Ah ja, gut geklappt, ne? So, was haben wir hier für Posten? Ressourcendepot. Gucken wir erstmal, dass wir da hinkommen. Das ist da lang.
Auch zum Glück nicht weit weg. Fliegen wir da gerade hin. Und docken da mal an. Ach, das Dock ist näher. Traktorstrahl dran. So, dann rein. Was ist jetzt los? Oh Gott. Crew anheuern. Warte mal, hier gibt es auch so einen Typen, der bewaffnet ist. Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Wir heuern mal einen an. Reicht wohl nicht. Jetzt ist er weg, okay. Rekonstruktionsmarke brauchen wir dann noch. Was haben wir denn hier im Schiff noch was drin? Nee. Gut, okay, jetzt jetzt müssen wir erstmal gerade hier ins Baumenü. Weil irgendwas passiert hier gerade sehr schlecht, ne? Ein Generator noch. Ja, der hat schon einiges an Generatoren hier dran, ne? Steuerung. Copy. Steuerung V. So, da haben wir den kleinen Würfel, den wir jetzt noch ein bisschen vergrößern. Wenn ich den da dran sitze, sieht das gut aus, oder? Aber der hat nicht gereicht. Steuerung Copy, Steuerung V. Und ziehen wir den auch noch ein bisschen größer. Boah, wie viel braucht er? So viel? Da muss ich nochmal was dran machen. Aber so viel nicht. Steht da nicht, wie viel das mehr wird. Ach doch, da. Ja komm, machen wir mal ein bisschen mehr. So, was haben wir jetzt für Probleme? Schiff kaufe neue, eine Tourdock. Wir brauchen Mechaniker. Gut. Bauen sind wir raus. Wir sind noch gedockt. Mechaniker. Crew. Gibt es hier Mechaniker? Ja, gibt es. Dann nehmen wir gleich die Mechaniker. Warte mal, da. Sollten wir einen nach dem anderen kaufen. Angeheuert. Und jetzt müssen wir noch die Rekonstruktionsmarke. Das brauche ich bei einem Reparaturdock. Ich glaube, wir sind bei einem Reparaturdock, oder? Nee, das ist ein Ressourcendepot. Ah, okay. Karte? Nee, Karte nicht. F9. Gibt's hier nicht. Alles klar. Gut, auf jeden Fall haben wir jetzt wieder Personal und das Ding fliegt auch wieder. Und was fehlt uns denn jetzt hier drin, ne? Ne, P war das. Uns fehlt jetzt hier definitiv das Dingensystem, ne? Ja. Das Bergbausystem. Gut, dann steigen wir mal gerade aus. Und dann schicken wir ihn hier weg. Abbauen. Okay, keine Asteroiden mehr. Das bedeutet auf die Karte.
Da gibt es Asteroiden. Die Lady schicken wir jetzt dahin, oder? Und dann soll die Lady noch abbauen. Aber da gibt es wahrscheinlich keinen Dock oder sowas. Da muss das immer hin und her fliegen, ne? Können wir das so... Das ist das Problem, ne? Wir können jetzt nicht, oder doch, können wir? Nee, nix springen. Abbauen. Und dann Befehle verketten. Dann springen. Dann regenerieren. Und dann zurückspringen und dann Asteroiden abbauen. Ich glaube, so muss man es machen, oder? Hoffe ich mal. Sieht auf jeden Fall gut aus. So, die Lady braucht aber noch das Bergbausystem, das wir nicht haben. Aber die soll erstmal das so machen. So, dann raus aus der Karte, rein hier. Der ist inaktiv, das ist Asreiter 3, ist auch inaktiv. Abbauen inaktiv, ja, jetzt sind da ganz schön viele Inaktive, ne? Schade, ne? Gehen wir mal Reiter 1 besuchen. So, ach, der hat noch ein paar Sprünge vor sich. Warum, wieso, weiß ich zwar nicht, aber er hat... Ich hoffe, er macht's auch. Oder sind die schon abgelaufen? Er ist ja inaktiv. Ne, Reiter 1, den wollen wir. 428, 169. Ah, das ist die alte Liste. Wir sind nämlich schon beim letzten Ziel. Alles klar. So, das bedeutet, was erwartet uns hier? Asteroiden. In Schiff in Sektor wechseln. Machen wir erstmal. So. Sehr interessant. Wir gucken erstmal ein Schiff. Piraten greifen den Sektor an, das ist schon mal schlecht. Hier gibt es schon mal nicht ganz viel, was hier eingebaut ist, was taugen könnte. Überraum, Handelssystem, Batterie-Upgrade. Das ist kein Schiff zum, ne? Abbauen. Ich glaube, das lassen wir erstmal noch stehen. Das bringt ja nichts. Das ist eher was zum Reisen. Okay. Was hat denn der Rat für Waffen gehabt? Zwei Maschinengeschütztürme sind jetzt nicht so der prickelnde. Ah, lass weg. Ich glaube, da kümmern sich aber die da hinten drum, oder? Der fliegt weg. Ne, ich glaube, hier ist gerade nicht so dolle. Wir fliegen vielleicht besser auch weg, oder? Warte mal, hier können wir gerade noch Sektor markieren machen. Da auch. Sektor markieren. Sektor markieren. Keine Blipse mehr da, oder? So, das bedeutet... Steigen erstmal aus. Und dann können wir
Breite 1 müssen wir jetzt auswählen. Oh, der hat ja einen großen Radius, ne? Dann kann er aber erstmal hier zack. Kann er erstmal das alles entdecken. Ach, Shift-Taste nicht gedrückt, ne? War ja wieder gut, ne? Ja, lass den erstmal so rumfliegen und das ein bisschen entdecken. Hier sind natürlich auch noch Klamotten, aber ist jetzt erstmal egal. Ja, gut, wir sind ein Stück weiter gekommen. Ich würde erstmal sagen, wir machen hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und gerne auch das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.